Endlich schupper ich durch die Gegend, Leute! Leck mich am Arsch! Einfach geil, ey! Mann, ist das sexy! Leute, guten Tacho! Leck mich am Sack, ist das geil! Leck mich am Sack, ist das geil! Pure Emotion, sag ich euch! Alter, Alter, Alter! Wollt gerade noch losfahren und immer wenn ich die Kupplung kommen lassen habe zum Losfahren, ist die ausgegangen. Da war unten der Schalter von dem... Ja, boah, ich kann nicht mehr, ey. Das ist einfach geil. Alter, hier vibriert alles, aber nicht so viel. Also nicht, dass es weh tut, aber... Einfach nur geil. Leute, Leute, Leute. Endlich schupper ich durch die Gegend, Leute. Leck mich am Arsch. Ist das geil. Mann, ist das sexy. Und die hat Dampf unten rum, das kannst du gar nicht vorstellen, ey. Mann, Mann, Mann. Also, Emotion hat die mehr als die, die Vibration, die geht sogar ein bisschen in meinen Kopf, ey. Also ich finde die, was der Motor dir gibt, so vom Verhalten her und alles, ähnlich wie von der Sportster letztes Jahr. Also so begeistert bin ich gerade. Klar, der Sound von der Sportster war natürlich was geiler. Aber hier ist ein gutes Mittelmaß. Sobald du Gas gibst, du hörst hier auch was. Ich kann nicht mehr. Ist das geil? Oh, leck mich an mein Rasier. Und die fährt super. Geil, echt. Bremse vorne funktioniert super, echt. Ich brauche die nur antippen und das Ding geht vorne schon runter. Echt geil. Alter, bin ich, boah, was bin ich, ich glaube, der Lenker könnte noch ein Stück zu mir. Ich glaube, ich sitze recht weit nach vorne, aber ich bin lange nicht mehr so ein Ding gefahren. Kann auch sein, dass ich jetzt einfach... Mann, 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 ist das geil. Aber ich glaube, ein Stück nach hinten könnte ich noch. Also jetzt hier von Oberkörperposition. Das heißt, der Lenker muss ich ein bisschen zu mir ziehen. Aber ja, muss ich wissen, erst wenn ich fahre. Oh, ich fahre ja halb nackt, ey. Bremse funktioniert hinten. Ja, funktioniert auch. Mann, ist das geil, ey. Kannst du mal bitte anständig fahren da, du Spacko. Aber irgendwas ist hier noch. Ich merke einfach nur die Vibration von dem Motor in der Bremse. Das kann natürlich auch sein. Das ist jetzt ein ganz anderes Fahrgefühl hier, Leute. Einfach geil, ey. Mann, ist das sexy.
Boah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hat mich das so umhaut. Mann, Mann, Mann. Vorhin dachte ich noch, scheiße, irgendwas stimmt wieder nicht, ey. Boah. Leute, Leute, Leute. Was ein geiles Gefühl. Hier ist auch Sound. Hört ihr das? Geil. Leise ist das Ding nicht. Da brauche ich gar nichts dran machen, mich ganz ehrlich. Reicht mir. Da braucht keine andere Auspuffanlage drauf. Gut, ein bisschen kommt auch hier von den offenen Luftfiltern. Aber sonst... Außer ich krieg mal irgendwie was Geiles, was es sonst nicht gibt, aber so Eigenbauding brauche ich nicht. Da kommt die Rollergang. Der fährt Roller, der grüßt doch nicht. Das geht doch nicht. Alter, ich sitze hier so gemütlich drauf, ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Trotzdem, ich habe gern immer noch alles im Blick, ob alles so richtig ist. Das, Leute, das ist meine allererste Probefahrt. Und du merkst ja alles im Rahmen, egal was du hier anfasst, auch wenn du bremst, hörst du die Hubschläge von dem, also hörst du nicht, du merkst die oben in den Lenker. Total geil. Also die Arbeit hat sich gelohnt hier, die ich hier gemacht habe. Richtig geil. Nicht mehr. Leute, ist das sexy. Mann, ist das ein scheiß geiles Gefühl, echt. Ist das ein scheiß geiles Gefühl. Vor allen Dingen, Leute, müsst euch vorstellen, ich habe das Ding Schrott gekauft. Ihr kennt die Bilder. Ihr kennt das Aufbauvideo, wo ich vom alten Rahmen alles auf den neuen Rahmen gebaut habe und bauen musste, weil der Rahmen Schaden hatte. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn ihr so ein Ding komplett jede Schraube auseinander hattet und vorher noch nie gefahren seid und gar nicht wisst, ob das Ding fährt, wie das fährt und so weiter. Mann, 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 leck mich am Zuckerli, echt. Das gibt eine Anzeige. Bremse, alles funktioniert, alles funktioniert. Ich habe alles hingekriegt. Ja, der Lack, der stinkt jetzt. Ja, das ist der Lack, der jetzt riecht. Der wird ja erstmal richtig warm. Ich muss auch nicht schnell fahren. Das Gefühl ist so geil. Meine Z hat jetzt erstmal Winterpause. Mann, Mann, Mann. Oh, und wenn meine Old Lady hinten drauf ist, das wird noch geiler. Du fängst an zu onanieren? Die Koffer noch dran, die habe ich jetzt gar nicht dran. Aber das sind zwei Schrauben, die kann man schnell dran und abmachen. Leute, einfach geil. Einfach geil. Ich hoffe, das geht, das hört man in dem Video, aber wenn ich schon die Harley-Videos nur über dieses Mikrofon hier alles aufgenommen habe, beziehungsweise da noch über der 10er und selbst da war es, obwohl das alles rausgefiltert wurde und hier geht alles rein. Oh, darauf bin ich gespannt, wenn ich das sehe. Einfach geil. Ich bin so überwältigt, ehrlich. Mann, ist das geil, Leute. Leck mich einfach. Also hier, es vibriert alles hier. Das ist mehr als bei der Sportsy damals. Und da war ich schon so richtig voll gepackt, aber hier, also ich merke es echt im Kopf, also nicht unangenehm jetzt, ne? Aber, ne, das ist so ungewohnt jetzt. Ich habe so ein bisschen mal so gebremst. Okay, damit noch auf. Und die ganzen, dieses von dem V2, das geht ja sogar bis hier oben rein. Und wenn du bremst, du merkst dann die Schläge von dem Motor. Und ich denke immer die ganze Zeit, scheiße, hier ist irgendwas locker, aber ich glaube, ist nicht der Fall.
Mann! Auch die paar Fehlzündungen dazwischen, das ist nicht aufdringlich und nicht viel, aber vollkommen in Ordnung. Und hier ist wirklich, je nachdem, welche Gashand du hast, damit bestimmst du auch die Lautstärke von dem Motorrad. Ach, geil. Leute, ich sitze auf dem Eisenschwein. Ich kann euch jetzt stolz den Namen verraten, der schon seit über einem halben Jahr feststeht, seitdem ich das Baby hier habe. Und Leute, ihr wisst, wie es aussah. Es war ein Haufen Elend. Es war ein Haufen Elend. Jetzt fährt sie. Ich fahre mit ihr hier. Ah, locker und flockig. Ist das geil. Ist das geil. Oh, das ist Shopper-Feeling. Habe ich das vermisst. Leute, ist das geil. Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, ich habe sie selber aufgebaut. Jede verkackte Schraube, alles, den Motor rein und raus geschoben. Und wenn man bedenkt, durch die ganzen Schmerzen von dem Unfall und alles, ich war so eisern, hab's trotzdem gemacht. Einfach geil. So, der Name von dem Eisenschwein, ihr wisst ihn noch nicht. Ich habe von Anfang an gesagt, ich sage ihn erst, wenn das Baby läuft. Ihr wisst, meine Z hat einen Namen, die heißt ja Wilma. Und die VN hat einen Namen und sie heißt Carrie. Die Carrie ist auf der Straße unterwegs, Leute. Boah, hat die Bums, ey. Leckt mich am... Alter, für eine Shopper, für so ein Ding, das so schwer ist. Alter, ist das geil. Geil. Leute, einfach geil. Und ich weiß nicht, wie lange der Akku noch hält. Aber ein bisschen Akku haben wir noch. Kannst du ein bisschen warm laufen? Wunderbar, ey. Die Carrie ist auf der Straße, Leute. Das ist Carrie. Mann, ey, ich bin so stolz und so glücklich, dass der Motor... Guck mal, Leute, seht ihr, wie das vibriert hier? Und das nur im Standgas. Ihr habt zusammen die ganzen Videos geguckt. Oder guckt das hier auf jeden Fall noch. Unterstützt mich weiterhin. Abonniert meinen Kanal, liked die Videos, kommentiert fleißig. Jetzt kommen Shopper-Videos. Endlich. Ja, mit den Blinkern. Okay, das passt. Jetzt, wo der Motor an ist, passt die Blinkfrequenz doch nicht mehr. Mann, 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 ist das geil. Leute, wir sehen uns. Also das nächste Video, was ich drehen werde, auf jeden Fall am Shopper-Vlog. Haut rein.